Die Hölle von Fettweiß. Ein Dorf feiert Karneval. Absoluter Ausnahmezustand bis... Oh, wir müssen schon los. 10.000 Frauen. Handfeste Bevölkerung, auf die kann man sich verlassen. Dabei sein ist alles. Selfie bitte, ein Selfie. Sag mal, sind Bure, aber die können richtig was laufen führen. Ekstase trifft auf Tradition. Ich weiß nicht, wie in der Hölle aussieht, aber anscheinend muss es da schön sein. Ne? Auf dem Schulgelände wächst die Hölle von Tag zu Tag. Ja, weiter, komm, weiter, weiter, weiter. Bald feiern hier 10.000 Frauen mit den Topstars aus dem Kölner Karneval. Die Karten sind ein Jahr im Voraus innerhalb einer Stunde ausverkauft. Das ist eigentlich das größte Zelt, was, wo 6 Sitzungen stattfinden. Im Kölner Karneval haben sie vielleicht 2 in dem Zelt oder höchstens mal 3, aber nirgendwo, wo im Endeffekt 5 oder 6 Sitzungen sind. Also das ist schon was Einzigartiges hier in Fettweiß. Zu Hause bei Petra zur Helle. Hallo, guten Tag. Die Fettweißerin ist ein großer Fan der Damensitzungen in der Hölle. Wie sollte es bei dem Familiennamen auch anders sein? Zur Hölle heißt nichts anderes als zur Hölle. Aber keine Angst, das hier ist nicht Cerberus, sondern Finja. Petra zur Hölle testet heute ein neues Rezept. Denn bald werden die selbst mitgebrachten Leckereien auf den Biertischen in der Hölle von Fettweiß ausgepackt. Ja, das sind Quarkmuzen mit Äpfelchen. Rezept von meiner Schwiegermutter. Das ist hier in Fettweiß so, ja, das hat hier, wie man so schön sagt, Tradition. Und das lieben die Frauen auch. Es darf jeder Essen mitbringen. Also da gibt's richtige Buffets, werden teilweise auf den Tischen aufgebaut. Mit Schnitzeln, mit Frikadellen, mit Muzen, mit allem, was das Herz begehrt. Mit Brot, mit Dip. Also das ist immer toll, macht auch viel Spaß, ja. Frank Hamand betreibt die einzige Dorfkneipe in Fettweiß. Fettweiß ist schon eine Kulturhochburg, wenn man von den ganzen Vereinen mal ausgeht. Nicht nur die Karnevalssitzungen spielen natürlich auch eine große Rolle. Aber wir haben ein großes Schützenfest, eine Sportwoche, die noch funktioniert. Haben nicht ganz so viele Dörfer, ne? Mit 2.500, 3.000 Einwohnern. Und nach Weihnachten haben wir direkt Karneval. Da dreht hier quasi das ganze Dorf am Rad. Ne? Also da werden die letzten Karten untereinander getauscht. Das ist, da will jeder hin. Ne? Der Aufbau schreitet voran. Eine Kinder-, eine Männer- und 5 Damensitzungen werden hier stattfinden. Probe in der alten Dorfschule. Auf allen Sitzungen wird auch der Fettweißer Musikverein spielen. Neben Brings, den Höhnern und vielen anderen bekannten Größen werden die Hobbymusiker bald ihren Auftritt im Festzelt haben. Christoph Peetz, der örtliche Metzgermeister, leitet den Musikverein. Ja, in der Hölle muss man versuchen, zwischen all den Topstars aus dem Kölner Karneval natürlich zu bestehen. Und das ist für einen örtlichen Musikverein nicht einfach. Außer vielleicht auf der letzten Sitzung, wo dann viele Fettweißer sind, da haben wir dann so einen kleinen Heimvorteil. Auf den anderen Sitzungen, da sind ja nun doch sehr viele Fremde und da haben wir dann schon auch schwer. Weil wir sind jetzt halt ein örtlicher Musikverein, der normalerweise auch im Schützenfest spielt, der eine Fronleichnamsprozession spielt und halt
zwischen den Kölner Karnevalsgrößen doch selten zu Hause ist, außer halt hier in Vettweis bei den Sitzungen. Der Musikverein ist wichtig für die eigene Identität. In Vettweis gestalten die Vereine maßgeblich das Dorfleben. Sportfest, Dorfkirmes und natürlich die Hölle von Vettweis. In einem Dorf, wo das nicht ist, weder Musik- oder Gesangverein, da ist das Dorf ziemlich tot. Einige kleinere Dörfer hier rundherum, da ist die Musikgruppe, die haben die aufgelöst und da ist nichts mehr. Ne? Da sind die immer ein bisschen neidisch auf uns, dass wir das noch machen hier, dass wir das haben. Wir gehen aber auch da, freundschaftshalber, auch hin und spielen. Überall im Dorf proben die Vereine. Im Schulzentrum trainiert gerade der weibliche Nachwuchs der Funkengarde. Schon die Kleinsten sind im Karneval aktiv und haben Auftritte. Also wenn die Saison ist, dann eigentlich jedes Wochenende, ne? Ja. Samstag und Sonntag ist irgendwie immer so zwei oder so. Ja. Immer zwei Auftritte. An einem Tag. Also dreht sich halt alles um Vettweis um Karneval, ganz klar. Gerade für die Mädchen, denke ich mal, gibt es überhaupt keine Alternative. Die Jungs haben immer noch Fußball, aber die Mädchen, die kommen nicht drum herum um den Karneval. Unter den Mädchen ist Chiara der heimliche Star. Also ich tanze als Mariechen in der Klasse der Junioren und ja. Ja, und ich habe ja vorher schon mit der Garde angefangen, das tanze ich jetzt seit 11 Jahren. Manchmal, wenn man noch so einen Urlaub fährt und dann sagt, man tanzt so karnevalistisch, dann verstehen die meisten das erstmal gar nicht. Weil man zeigt dann so ein paar Schritte und dann, die finden das dann immer total toll. Ja. Bei Frank Hamand treffen sich die Männer der Funkengarde. Die Herren proben ihre Choreografie in der Kneipe und geben sich die größte Mühe. Bis das Festzelt steht, muss der Radetzky-Technomarsch sitzen. Am Anfang ist das immer schwierig. Aber meistens, wenn wir die Uniform anhaben auf der Bühne, dann läuft das sowieso doppelt noch mal so gut. Ne? Also insofern, das ist schon toll. Gemeinsam werden die Männer der Funkengarde die nächsten Tage meistern. Auf einem Bauernhof lagert das Podest für den Elverrat sowie das gesamte Bühnenbild. Während eine Firma das gemietete Zelt aufbaut, läuft der Innenausbau in Eigenregie. Ohne diese Männer geht hier nichts. Franz Erasmi ist der Ortsvorsteher von Vettweis. So, hier. Zeige ich euch mal von eurer Schokoladenseite. Auf seinem Hof züchtet der Landwirt Rinder. Bei Rindern ist die Brunst Jahreszeit unabhängig. Die können also immer, wenn sie einsetzen. Wenn sie darüber gucken, da ist gerade eins dabei. Gerade aufgesprungen. Die Hölle von Vettweis sieht der Ortsvorsteher als großen Gewinn für sein Dorf. Der Karneval floriert, ja. Ist ja eine gelungene Kombination. Auf der einen Seite hole ich viele Auswärtige nach hier, feiere Kölsche Karneval. Und auf der anderen Seite habe ich aber damit auch wieder Kräfte frei, auch Geld, Mittel frei, um den Ortskarneval hochzuhalten. Und das, diese Symbiose, also, die finde ich sehr beachtenswert, die ist gut. Überall im Dorf sind Materialdepots für die Hölle. Bei Hans-Erich Brandt, dem örtlichen Elektromeister, lagert die Technik. Der kommt oben auf der Bühne. Die ganze Kiste habe ich all selber gebaut für den Verein, schon jahrelang.
Wir sind doch immer die Profis, ne? Hier im Pferd weiß. Wir verlegen mittlerweile ungefähr 2500 Meter Kabel im Zelt. Jeder 10. Einwohner in Vettweis ist Mitglied im Karnevalsverein. Es ist noch früh an diesem Morgen, aber in der Metzgerei Peetz läuft die Wurstproduktion schon auf Hochtouren. Metzger und Kapellmeister Christoph Peetz widmet sich dem Wurstrepertoire. Angefangen mit Bratwurst, dann Zwiebelmettwurst, Mettwurst, dann kommt noch feine Schmierwurst und dann kommt halt die Fleischwurst, Brühwürstchen, Jagdwurst, Bierschinken. In dem Familienbetrieb arbeitet Christoph mit seinem Vater Peter Hand in Hand. Metzgerei und Musik sind für Christoph kein Widerspruch. Für mich passt das gut zusammen. Das ist ein Handwerk und ist ja eigentlich ein feines Handwerk. Also ist jetzt nicht so wie Maurer oder sowas. Da hätte ich vielleicht noch eher, dass ich denke, das passt vielleicht mit nicht so zusammen, aber hier. Kein Problem. Ja, am Freitag, da klingelt dann um 6 Uhr, klingelt der Wecker und dann geht's hier runter. Dann frühstücken wir noch gemeinsam was und dann geht's los. Was passiert dann? Also ja, da werden die Schweine angeliefert und dann wird geschlachtet. Ne? Und dann geht das bis mittags und dann geht's unter die Dusche und dann geht's wieder hoch zur letzten Sitzung. Wenn Sohn Christoph auf der Bühne steht, kümmert sich Vater Peter alleine um den Betrieb. Auf die einzige Herrensitzung muss er ohnehin verzichten. Ich ginge gerne, aber die Herrensitzung, die fängt schon samstags 13.30 Uhr oder in dem Rahmen an bis 14 Uhr. Und bis 14, 14.30 Uhr bin ich noch in Düren auf dem Wochenmarkt. Somit ist das für mich nicht machbar. Ich kann mich ja nicht auf eine Damensitzung dahinsetzen. Ja, das wird ja nicht laufen. Ob Peter Peetz der einzige Fettweißer ist, der noch nie eine Sitzung besucht hat? Sohn Christoph kann so jedenfalls Musik und Metzgerei in Einklang bringen. Das Zelt steht. Die Männer von der Funkengarde beginnen jetzt mit dem Innenausbau. Fred Wronkowitz ist Schreiner und schon seit Jahrzehnten im Karneval dabei. Unter seiner Aufsicht wird gerade ein besonderes Möbelstück zusammengebaut. Der Elfartstisch. Da sitzt unser Elferrat, der Präsident kommt ein bisschen höher. Das Podium kommt aber drauf. Da sitzt der Elferrat. Das ist der Elferrat, ne? Wenn die viel trinken, die müssen schon Küche machen. Ne? Das geht dann schon nach draußen, da kommt dann ein Vorhang drum. Da können die Herren, die so viel getrunken haben, nochmal die Chef machen. Hier. Und du? Pipi. Elektriker Achim Angenent glüht für seinen Verein. Im Prinzip, man macht sich immer Gedanken, was können wir nächstes Jahr verbessern, wie kann es besser laufen, wie ist es vielleicht einfacher für uns, das Ganze zu handeln. Ja, man hat das ganze Jahr halt Karneval im Kopf. Nach Karneval ist gleichzeitig vor Karneval bei uns. 1938 gründeten die Vettweißer ihre Karnevalsgesellschaft. So richtig los ging es dann nach dem Krieg. Aber nicht im 1200 Quadratmeter Zelt, sondern im alten Saal der Dorfkneipe. Zeitzeugen unter sich. Karin Esser ist mit ihrem Mann Günther gekommen. Hans und Fred sind auch da. Karin ist die Tochter des damaligen Betreibers der Gaststätte. Ich war das erste Kinderfunkmarischen in Vettweis, 1948 war das. Ja. Das war so nach dem Krieg. Ne? Jupp Schmitz, der war auch. Jupp Schmitz. Allererste Sitzung, ja. Auch hier. Für es ist noch Suppe da. Das waren die Ersten. Ja. Und die kamen alle für Friskalien. Die kriegten dann einen Korb. Nach Hause. Ja, und dann, das war die Gage. Ne? Nachkriegsjahre, da gab es ja nichts. Nicht? Was gab es dann? Selbstgebrannter, ne? Knollebrand. Ne? Und dann auf einmal ging es wieder langsam peu à peu. Die Vereine alle, nicht? Die machten ihre Feste wieder, Schützenfest. Und die Leute waren lebensfroh, die wollten wieder leben. Und ganz am Anfang, die allerersten Sitzungen, noch aus der Überlieferung, Kohleöfen im Saal. Und wer konnte, der brachte zu seiner Eintrittskarte noch ein Brikett mit, oder zwei oder drei. Und damit wurden die Öfen gefeuert. Nach der Nachkriegszeit, nicht? Also immer wieder schlechte Zeiten und die Leute wollten feiern.
wollten einfach feiern. Oh. Sehr schön. Glück und Alupi. Gehen wir mal in den Keller. In der Sektkeller. Oh, aber hier, die Verkleinerung hat er super hingekriegt, muss man sagen. Frank Hamanns Dorfkneipe ist für den Karneval in Fettweiß ein geschichtsträchtiger Ort. Hier sind die Wurzeln der Hölle von Fettweiß zu finden. Ja, dann zeige ich euch noch mal, wie der Saal früher aussah, wa? Oh. Frank hat nur einen kleinen Teil des einstigen Riesensaals gepachtet und renoviert. Hinter der Tür ist alles noch original. Die gigantische Abstellkammer weckt Erinnerungen. Dann guckt euch noch mal an, wie es vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren aus, aber. Ja, hier sind wir groß geworden. Ja? Jawohl. Ja. Und wenn dann Weiberfastnacht, ne, dann lagen die Möhnen hier auf der Bühne, auf der Treppe. Die war voll, ne, die Treppe, ne? Ja? Herrlich. Ja. Alles zweckentfremdet jetzt. Wie sieht das in der Sektbar aus? Gibt es ein Glas Sekt da unten? Ja, die können wir uns jetzt mal anschauen. Die war ja zugemauert, ne? Lass mich mal vor, Fred. Ich leuchte dir den Weg. Das verborgene Herzstück des Saals liegt unter der Bühne. Fred, Hans und Karin waren seit Jahrzehnten nicht mehr hier. Ich helfe dir, Karin. Junge, Junge, Junge. Ich darf es noch erleben. Die Nächte hier unten müssen legendär gewesen sein. Es wurde intensiv geflirtet. Ja, was war hier schön, ne? Hier war schön. Hier war schön. Was habt ihr hier Feines getrieben? Hier wurde gekneist. Hier wurde, was wird hier? Gesündigt. Gekneist, habe ich gesagt. Gesündigt habe ich nicht gesagt. Gekneist. Hier war die Sünde bar. Na ja, ja, man durfte alles nicht ganz gegeben. So groß sein. Ne? Ja, war früher so und heute anders. Das ist so jemand, ne? Ja, ja. Er ist Schreiner, der hat die Decke gemacht. Die Decke damals gemacht. Alles von der Karneval zu Sergio. Im Ernst, Fred? Ach, das wusste ich nicht. Ja, ja. Ach, das ist ja ein Ding. Der Saal war leer, wenn wir nach Hause gingen, das war draußen taghell. So lange haben wir hantiert. Ja. Kein Mensch mehr im Saal, war ausgestorben. Wir waren noch hier. Die ließen alle. In der alten Sektbar noch ein frischen Weg, wa? Guck mal. Hey. Hallo. Also wenn ich nachher voll bin. Da warst du nicht schon. Und wenn man im Ende Januar schon wieder für das nächste Jahr die Karten ausverkauft hat, da hat man natürlich auch Planungssicherheit. Der Wirt hat Planungssicherheit, wir haben Planungssicherheit. Und dann kann man auch dementsprechend Programm gestalten, dass das hochwertig ist. Dass kein Programm schlecht ist als wie das andere. Wir haben also in allen Sitzungen die hochwertigen Kölner Kräfte, allen Sitzungen gleich. Mal der Höhner dafür bringst, dann Blackfuss sind alle hier in Fettweiß. Ne? Die brüllen zwar immer bei der Räuber zu, ja, aber die kann man nicht geben, die zu, ja, weil hinter der Höhner kommen. Die brüllen bei der Höhner zu, ja, aber die kann man aber auch nicht geben, weil hinter Brings kommt. Seht ihr immer weiter. Da ist das einmal hier dran. Um den Sound der Bands kümmert sich seit vielen Jahren Klaus. Von seinem Mischpult aus hat er jeden Abend den Saal und die Musiker fest im Blick. Wenn Brings hier aufschlägt, dann ist Alarmstufe rot, sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, die Frauen suchen dann den Kontakt zu den Künstlern. Die Jungs, die fangen an, einen Einmarsch zu machen. Der dauert hier circa 2 Minuten und dann bauen die eine Brücke. Und wenn die dann oben ankommen und sind 50 Meter in der Hocke gelaufen, dann ist das auch schon anstrengend für den Künstler, weil er ist dann außer Atem. Und wenn er dann direkt loslegen muss und muss singen, der muss schon durchtrainiert sein. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich ziehe den Hut ab, ich beobachte sowas. Ne? Man merkt, wer durchtrainiert ist und fit ist und wer oben ankommt und schweißgebadet ist. Ne? Das letzte Abendmahl. Bald beginnt die Hölle. Heute ist erstmal Kindersitzung. Hol dir mal weg.
Elektriker Achim zeigt uns seine Kommunikationsanlage, die er mit einer Arbeitskollegin extra für die Sitzungen gebaut hat. Natürlich, wenn hier Brings auf der Bühne steht, versteht man kein Wort. Früher hatten wir Telefone. Mittlerweile ist Telefonieren hier bei der Lautstärke unmöglich. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche was. Wenn ich hier vorne was schreibe, dann muss der das hinten sofort lesen können. Wir haben einmal hier unser umgebautes sogenanntes Carnicom. Carnicom ist der Name von der, also die Jenny hat den Namen Carnicom erfunden. Kann ich jetzt hier eingeben. Und jetzt weiß der gute Mann unten an der Technik, was ich haben will. So langsam geht es los. Auch Metzgermeister Christoph Peetz ist mit Band und Familie dabei. Das Dorf trifft sich. Lukas Ratschoweit ist 15 Jahre alt. Heute wird er zum ersten Mal als Präsident die Kindersitzung leiten. Das ist halt schon eine gewisse Anspannung, aber eigentlich bin ich ganz sicher, dass ich das schaffe. Was musst du jetzt alles eigentlich genau machen? Ja, ich muss halt die Leute begrüßen, die auf die Bühne kommen, die wieder abmarschieren lassen und die Leute unterhalten dann auch ein bisschen. Bremol, Fettwies, Prinzenpaar, Kindersitzung. Petra zur Helle ist auch da. Die Vorsitzende des Kinderkarnevals, selbst Mutter zweier Töchter, kümmert sich mit ihren Mitstreiterinnen um die Zukunft der Hölle. Die rund 80 Kinder im Karnevalsverein. Nervös ohne Ende. Ich hoffe, dass alles läuft. Meine Mädels haben alles hoffentlich gut im Griff. Und ja, die Sitzung hat schon gut begonnen. Wir waren pünktlich. Das ist erst schon mal wichtig, ja. Los geht's. Die Kinder unterhalten an diesem Nachmittag groß und klein. Bis sie in die Hölle der Großen dürfen, wird es aber noch eine Weile dauern. Petra kann ihre Damensitzung kaum noch erwarten. Herrensitzung. Elektriker Achim Angenent hat seine Freunde zum Vorglühen eingeladen. Achims Zuhause ist dafür bestens ausgerüstet. Wir fangen jetzt, machen jetzt so eine Warm-up-Party. Wir sind jetzt so seit 11.11 Uhr sind wir hier quasi dran. Wir haben hier die Jungs von unserem Tisch, noch ein paar andere Tische, Freunde, Bekannte. Wir können mal kurz in unsere kleine Party-Area hier rein. In der Küche fließt der Gerstensaft in Strömen. Einmal im Jahr feiern Männer und Frauen jeweils für sich. In Fettweiß kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Also ich werde am Mittwoch, weil meine Frau zur Sitzung geht, auf unsere Kinder aufpassen. Das gehört auch dazu. Das echt? Ja. Bei uns auch. Ehrlich? Ja. Das ist ja super. Muss sein. Ja, Arbeitsteilung. Bei Achim kommt das Bier direkt aus dem Keller. Seine Einbauküche hat der Tüftler mit einer Bierleitung ausgestattet. Ja, ich brauche selber hobbymäßig Bier. Und da habe ich mir gedacht, immer Flaschen abfüllen ist langweilig, ist viel Arbeit. Füllen wir einfach da meinen Fässer ab. Ja, und da habe ich meine Frau dann mal überredet, hier in der Küche so eine Zapfanlage einzubauen. Und das ist dann auch realisiert worden. Ja, das war der Wunschtraum meines Mannes. Und da haben wir dann stark verhandelt und dann haben wir das machbar gemacht. Ja. Ja, wir haben hier im Prinzip zwei Hähne mit Bier, vier Hähne mit vier Leitungen mit Softdrinks, Cola, Limo, Wasser. Und ja, muss sagen, geht. Danke. Und gleich geht's los. Komm auch rein. So, danke. So, die letzte ist für mich. Der Musikverein spielt. In Fettweiß sind nicht nur alle fünf Damensitzungen ausverkauft, sondern auch die einzige Herrensitzung. Udo Kreitz ist heute Sitzungspräsident und begrüßt gleich die erste Band. Kasala mischen den Saal auf. Heimspiel. Gitarrist Flo Peil hat eine besondere Verbindung zu Fettweiß. Mein Vater ist tatsächlich hier geboren und aufgewachsen. Und das ist, sein Elternhaus ist hier in Fettweiß. Und es gibt da auf jeden Fall noch ein paar Verwandte, die hier wohnen. Und sonst so der Karneval auf dem Lande ist ja immer eine Spur deftiger als jetzt so in den Sälen in der Stadt? Definitiv. Ist aber auch häufig eine Spur ehrlicher und hemdsärmeliger und irgendwie auch tatsächlich manchmal auch ein bisschen energiegeladen. Also wir mögen das sehr gerne. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, glaube ich,
weil es eben auf dem Land ist. In Köln gibt es dann 24 Veranstaltungen an einem Tag, wo die Leute alle sehen. Und hier ist es wahrscheinlich eher ein bisschen auf dem Punkt. Und es ist immer sehr, 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 sehr cool. Auch Männer können feiern. Aber gegen die Damen ist das da unten nichts. Vorglühen. Heute ist die Damensitzung in Fettweiß. Insgesamt gibt es ja 5, aber echte Fettweißerinnen warten immer bis zum Schluss. Dann ist die Hölle kurz vorm Siedepunkt. Für Petra zu Helle und ihre Freundinnen ist ihre Sitzung einer der Höhepunkte des Jahres. Wir mussten uns auch alle heute Urlaub nehmen dafür, klar. Aber das ist einfach, der Tag gehört uns Frauen und das ist einfach so. Ist das Ria ist die Schwiegermutter von Petra zur Helle und mittlerweile eine echte Fettweißerin. Ich bin die Mutter der Kompanie hier, ne? Ja. Jetzt muss ich was erzählen. Also wir sind 1973 von Aachen nach Fettweiß gezogen. So. Und dann, haben Landwirtschaft und dann könnt ihr euch ja denken, also Landwirte aufs Dorf, das ist nicht so einfach, ne? So, und dann muss man ja gucken, dass wir Anschluss bekommen. Und dann ist mein Mann direkt in den Schützenverein gegangen. Und dann habe ich einen Kegelclub gegründet hier. So, und dann sagte eine Kegelschwester, wir saßen dann da in der Runde hier, 10 Frauen. Und dann sagte eine Kegelschwester so, du bist aus Fettweiß, du bist aus Fettweiß, du bist nicht aus Fettweiß, ich war auch nicht aus Fettweiß. Und dann hatte sie mir also schon bestimmt 10-mal gesagt, dass ich nicht aus Fettweiß bin, so. Und dann bin ich einmal satt gewesen, habe ich gesagt, so Sasch, wir haben dafür gesorgt, dass hier die, wie nennt sich das, die, wenn die zum Beispiel Verwandte untereinander... Inzucht, ja genau, dass hier die Inzucht aufhört. Mit so. E fängt das an. Mit E habe ich gesagt, ach, so. Dass hier die Inzucht aufhört. Die hat nie mehr gesagt, du bist nicht aus Fettweiß. So, erstmal Prost auf einen schönen Tag. Ja, ne? Ja, genau. Damit wäre das geklärt. Und Schwiegertochter Petra kann alle fürs Finale fein machen. Da kann Petra super hier schminken. Da hat sie ein Händchen für. Wie kann aus einer Alte eine Junge machen? Top gestylt, manikürt und mit jeder Menge Proviant geht es gleich ins Festzelt. Vorbereitungen für die letzte Damensitzung. Karl und Eddie sind für die Tische zuständig. Die beiden Rentner kommen jeden Morgen. Wir bringen die Hölle in Ordnung. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie die Hölle aussieht, aber anscheinend muss es da schön sein. Ne? Ja. Also schöner Frühstück braucht es. Ne, so 2 Stunden brauchen wir schon immer. Ne? Und jeder weiß, was er zu machen hat. Und eingespieltes Team hier. Wenn das jetzt vorbei ist, dann denkst du so, was machst du morgen? Ne? Ehrlich, das Gefühl hast du dann so, jetzt ist da nichts. Ne? Ja, ist aber 2 Tage, ist er wieder weg. Wir hatten dieses Jahr über 4.000 übergestellt. 4.000. Wird jedes Jahr schlimmer. Aber
Noch größer geht nicht mehr. Und noch eine Sitzung geht auch nicht mehr. Geht nicht. Geht nicht. Schade. Ich bin der Himmel fliegt. Überall treffen sich die Damen. Auch im örtlichen Friseursalon trinkt man sich warm. Inhaberin Heidi Dellmann hat ihre Freundinnen eingeladen. Schwester Michaela ist auch mit dabei. Die letzte Sitzung ist die Fettweißer-Sitzung und da ist richtig ordentlich was die Backen. Die ganzen Mädchen von hier, die auch von nicht Fettweiß, mehr hier in Fettweiß leben, genau. Die kommen heute. Die kommen heute und wir sehen die wieder. Du siehst dann Leute einmal im Jahr. Das ist wie so ein Klassentreffen. Du siehst Leute einmal im Jahr und das ist auf dieser Damensitzung und das ist super. Es geht ums Wiedersehen. Der Besuch der Hölle von Fettweiß ist ein Ritual. Alles ist scheinbar wie früher und übernachtet wird im alten Kinderzimmer. Bei meiner Mutter. Mama. Sie kriegt eine Krise. Sie hat gesagt, sie wartet auf uns. Sie weiß nicht, dass sie bis morgen früh wacht. So langsam endet die Vorrunde. Schnäpse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Gleich geht es weiter zum Festzelt. Es ist der Tag für die Fettweißerinnen. Absoluter Ausnahmezustand bis... Oh, wir müssen schon los, oder? Ja. 3 Uhr ist... Wir anfangen, wir müssen los. Wir müssen zu Fuß dahin gehen. Auf geht's zum Höhepunkt der Sitzungswoche. Das Fest kann beginnen. Im Zelt bereitet sich Kürbis Ralf schon mal mental auf den Ansturm von 1800 Frauen vor. Noch ist alles ruhig. Ja, wir haben jetzt 1 Uhr. Sitzung ist für 3 Uhr anberaumt. Also das heißt, Sitzungsbeginn 15 Uhr, 2 Stunden vorher ist Einlass. Also unser Ziel ist es als Kellnerteam, dass die Gäste, die hier ankommen, wenn der Ilferat einmarschiert, schon das Gläschen in der Hand halte und sage so, Prost, die Sitzung kann anfangen. Ja. 1700, 1800 Frauen haben hier Platz. Wir haben hier oben noch eine Empore, wo auch, ich glaube, hier sitzen 200 Leute oder noch mehr, 200 Damen. Man merkt, die kommen nachher, um zu feiern, ausgelassen zu sein, ins einfach mal den Alltag, die Familie, der Kerl, ins Einfache zu sagen, so, die 4-5 Stündchen, die sind mir. Schönen guten Tag, Mädels, wie ist es euch? Gut? Hallo, viel Spaß. Wann haben wir als Mann 1800 Frauen um mich herum, die mir zujubeln, wenn ich mit dem Fest in Köln komme? Ne? Ja, das ist es so. Es geht los. Heidis Hexen marschieren ein. Petra und ihre Freundinnen sind schon an ihrem Tisch. Der Funkengarde bereiten sich auf ihren letzten Auftritt im Festzelt vor. Tanzmariechen Chiara wird diesen Tag noch mal ganz besonders genießen. Ja, doch, auch weil ganz viele von meiner Familie hier ist und auch Freunde von meiner Mama und meine Tanztrainerin. Ja, doch, das ist auch schon ihr Höhepunkt. Fettweißerinnen feiern ihre Helden und die Männer der Funkengarde geben im vollen Ornat nochmal alles. Das Tor zur Hölle. Marita Köllner kommt. Schön euch zu sehen. Tag Jungs. Hallo. Hallo. Euch auch. Die Mädchen sind so toll. Die sind direkt auf Tischen, Stühlen und es ist einfach grandios, wenn man hier reinkommt. Ich bin hier immer hin und weg. Dann komm mit raus. Marita Köllner ist eine der wenigen Künstlerinnen im Karneval. Ach so, anders. Mama zählt. Ja. Gegen überhaupt. Bei der ganzen Geschichte, oder? Danke. Ja, sicher, da hat der Kölsche Mädchen. Hallo. Willst du denn hier? Verstehst du? Ja, ich hab ja so. Der Gang zur Bühne.
Noch lässt die Hölle die Künstler relativ entspannt passieren. Aber das wird nicht so bleiben. Die Energie steigert sich im Minutentakt. Hallo, Fettweil! Schon mit Janik gezählt. Dann ist mein erster Auftritt für die Session 2017. Backstage heißt hier mittendrin. Eine kleine Box neben dem Eingang trennt die Künstler von den Fans. Hinter dem Vorhang grooven sich gerade die Klüngelköp ein. Im Vorzelt warten die zahlreichen Besucherinnen auf einen Ehrengast. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Karl-Heinz von der Räuber, der hat heute seinen letzten Auftritt hier in Fettbest, hört ja auf. Und das ist dann schon was Besonderes, weil der uns ja schon 35 Jahre begleitet hier. Und der wird auch dementsprechend verabschiedet gleich, wie sich dann Fettbest gehört. Gute Kumpels halten zusammen und dann wollen wir nachher auf der Bühne auch so präsentieren. Das hat der Mann auch einfach verdient. Räuberfrontmann Charlie Brandt ist schon im alten Saal bei Hammer aufgetreten. In Fettweiß gehört er mit seiner Band zum Inventar. Ich sag mal, es sind Bure, aber die können richtig was laufen fahren. Und das ist das Schöne hier. Wir haben, also ich habe hier jetzt praktisch die ganzen Alten aus dem Verein, die kenne ich alle noch. Sind zwar schon bei gestorben, aber die noch da sind, also das ist so, jetzt will ich nach Hause kommen, wenn ich hier hinkomme. Gibt's bei uns in Köln, für Köln schon noch kein Bett. Doch Ähnliches ist gewiss und Hamburg ist Paris. Gemacht, wenn du vielleicht im Wohnzimmer sitzt, in diesem Sinne herzlichen, herzlichen Dank. Es kommt auch noch die Keine Zugabe möglich. Stattdessen Nachschub an allen Fronten. Jetzt sind die Höhner im Anmarsch. Christoph Peetz, der Metzgermeister und seine Band überbrücken die Umbaupause. Die Hölle kennt kein Entkommen. Schon gar nicht für Höhnersänger Henning Krautmacher. Selfie bitte, ein Selfie. Mit mir. Ihr kommt besser bitte in die Garderobe, da ist es ruhig. Ja. Die Hölle von Fettbest bedeutet Eierlikör. Ich kriege immer, jedes Mal, wenn wir kommen, selbstgemachten Eierlikör. Hier, selbstgemachter Eierlikör. Das ist der Beste, den gibt es nur in Fettweiß. Deswegen ist es hier, ist nicht die Hölle, ist der Himmel. Gefühlt 2000 oder 3000 Frauen, die bereit sind auszuflippen, ist eine sehr geniale Atmosphäre. Unfassbar. Geben
geben sich die Stars im Takt die Klinke in die Hand. Markus Maubach, für den Programmablauf verantwortlich, erwartet gerade die Ankunft von Brinks. Wir werden jetzt jeden Moment angefahren kommen, gehe ich von aus. Also der Fahrer, der Jojo, hat mir eben geschrieben, dass die unterwegs sind, dass sie kurz vor Fettreis sind. Also ich gehe davon aus, dass sie jetzt jeden Moment hier auf dem Platz vorgefahren kommen. Und da sind sie. Brinks dürfen in Fettweiß bei keiner Damensitzung fehlen. Hinterm Vorhang bereitet sich Peter Brinks auf seinen letzten Gang durch die Hölle vor. Also mit jedem Jahr ist das anstrengender, so, ich glaube, es sind ja so gefühlte 70 Meter, so gebückt zu laufen. Aber ansonsten hat alles seine Qualitäten. Ne? Mädels sind ziemlich wild hier. Muss gucken, dass man sich alles festhält, was so nicht am Körper oder am Mann ist. Geschafft. Brinks kochen das Zelt noch mal richtig hoch. Folgt nach Brinks die Prinzengarde der Stadt Köln. Es ist für mich also auch mal ein Traum, die Prinzengarde der Stadt Köln zum allerersten Mal hier in Fettes auf der Bühne. Mir fehlen jetzt nur noch danach nur noch zwei Traditionschors, dann habe ich sie alle hier mal hier gehabt. Ja. Die Prinzengarde füllt alleine das Vorzelt. Ria und Petra sind mittendrin. Die Prinzengarde hat ja 111-jähriges Jubiläum. Kannst ja mal gucken hier. Das ist ja der Pin. Guck mal an deine Brust. Ich hab die Mädels alles schon getackert. Guck mal an meine Brust. Und hier die medische Bütz. Pass auf jetzt. 1, 2, 1 auf die Schlüssel. Zum Finale erleben 1800 Damen eine geballte Ladung Manneskraft. Alle sind begeistert, was man hier im Dorf auf die Beine gestellt hat. Oh, da kann man das selber hier sehen. War einfach grandios heute. Die Stimmung war super. Sitzung einfach klasse. Super. Ja, jetzt haben wir natürlich ein lachendes, ein weinendes Auge. Ja. Schade, ist vorbei. Eine tolle Zeit. Nächstes Jahr kommt sie wieder. Die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, muss ich sagen, das haben wir jetzt. Ja, müssen wir wieder abbauen. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein paar machen. Aber es geht halt leider nicht. Ja, das fehlt doch. Das fehlt natürlich. Ne? Das fehlt dir auch. Es war eine super geile Zeit. Fettweiß ist immer toll. Dank denen hier. Danke. Tschüss. Jetzt ist es erstmal vorbei mit der Hölle. Aber in Fettweiß ist ja immer irgendwie Karneval.